So, ich dachte, du wolltest vielleicht noch ein paar abschließende Worte sagen. Wieso ist er noch nicht Streamender? Ja, doch, nein. Nicht deswegen. Was? Ja, Hä? alles gut. Hä? What? What do you want from me? Du Kajalake. Hey. Was denn? Ah. Ist das so? Frau Kalinke. Ich sage nur, wie es ist. Ja, ist auch in Ordnung. Tada, Kategorie tada, schon geändert, ne? ja, ich weiß, habe ich schon. Habe ich gesehen. Hast du schon erblickt? Habe ich schon erblickt. Ich habe Augen im Kopf. Ja, stimmt. Eins links, eins rechts. Ja, gut, ne? Haben wir im besten Fall alle. Ja, Gut, nur manche, bei Uli sieht das anders aus, aber trotzdem. nur manche können dadurch nicht gucken. Immer, guck Ja. mal dich an. Ja, weil sie nicht richtig hören können, dann sehen sie es schlechter, ist doch klar. Ja, und weil sie nicht riechen können, deswegen sehen sie noch schlechter. Auch riechen kann ich. Ich glaube nicht. Ich glaube doch. Wer für 14? Ja! Yippie-yay! Bin in Stufe Eine Backe. 58. Dank Kastrum vorhin nochmal. Bitte etwas Geduld. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Wie diese Cleo die ganze Zeit an diesem komischen, ich weiß nicht, ob sie ihr Ohr damit im bei Frisches im Schlafzimmer hat, aber ich höre sie die ganze Zeit herumknabbern, Ja. Gott, nervt das gerade. Es ist halt nicht besonders schön, wenn es direkt auf einem ist. Wobei, hier geht's ja noch. Hier ist es wenigstens ein bisschen gedämmt. Wenn es früh morgens ist und sie das macht. Ja, du. Da helfen noch nicht mal mehr Ja. Ohrenstöpsel. Könnte vielleicht etwas Etwas? laut sein. Etwas? Ja. Mega. Mega, super, duper, hyper laut. Da bist du dir super, super sicher. Da bin ich mir super, super, super sicher. Oha. Ach ja. Jo, Story. Brauchst du dich da nicht drum? Nein. Nicht im geringsten. Warum nicht? Weil ich die siebte Ära zum Kotzen finde. Na nun, aber du kannst ja auch nicht immer nur Castrum laufen. Alles ist besser als die siebte Ära. Selbst das Häufchen vom Hund ist besser als die siebte Ära. Wann solltest du die siebte Ehre eigentlich erst recht schön hinter dich bringen? Ja, aber ich will nicht. Dann kommst du nie weiter. Ach, leck's mir doch. Jo, Leute, ich dachte, ihr seid froh, dass wieder da. Juhu, ja, happy, hey, Freund Dommel. Das hast du super gemacht. Du hast wirklich alle Prima-E besiegt? Wie machst du das nur? Ich meine, wir haben das alles nachgestellt. Die Kämpfe, auch deine früheren gegen Titan und so. Das ist einfach unglaublich. Eigentlich kann man das gar nicht schaffen, was du gemacht hast. Warum habe ich es dann geschafft? Wir finden dich toll. Eines Tages werden wir genauso sein wie du. Furchtlos und stark. Furchtlos und stark. Und dann werden wir dasselbe für Doma tun, was du für Eorzea tust. Wir, die Kühen von Doma, werden unsere Heimat retten. Bitte, bring uns doch ein paar Tricks bei. Wir werden alles geben, wenn du mit uns trainierst. Was ist denn hier los?
Grauer Felsen! Was? Wie spricht man das? Seht nur! Aldara ist hier! Kleine Heidimdim. Oh mein Gott. Kleiner Hai, dim, 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 kleiner Hai. Baby Hai, 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 Baby Hai. Ja, hängen dir deine Bewunderer am Rockschoß? Also dich im Bund willkommen hieß, konnte ich nicht richtig mit dir reden. Aber nun haben wir hoffentlich doch noch Gelegenheit. Das heißt, falls sich die Kinder einen Moment freigeben. Blablabla und ich versuchen den Kleinen ein paar Techniken beizubringen. Sie sind zwar noch jung, aber manche von ihnen haben doch Talent. Also, graue Felsen, nenn uns nicht immer klein. Wir sind doch die Kühnen von Doma. Wenn eine richtige Abenteurerin, wie er dabei bei uns ist, mit uns übt, lernen wir viel mehr als mit dir. Bitte, Grauer Felsen, lass uns heute mit ihr trainieren. Nein. Hat mich mal einer gefragt, ob ich überhaupt mit den Bären da irgendwas machen möchte? Nein. Ja, siehst du. Euer Eifer ist sehr löblich, aber da müssen wir erst einmal Eldaria selbst fragen. Meint ihr nicht? Außerdem seid ihr keine Gegner für sie. Ihr werdet euch nur wehtun. Wie wär's damit? Ich trete gegen Eldaria an und nutze Übung, versteht sich. Wenn schon glaubt, dass sie so viele neue Kniffe auf Lager hat, könnt ihr die aus der Entfernung sicher besser beobachten. Nanaki! Hallo! Na, Band! Schön, dass du da bist! Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Bisher. Bis jetzt. Bis heute. Und so. Bis heute. Fällt dir noch irgendwas ein? Nee. Gestern. Vorgestern. Bis gestern, bis vorgestern, bis vor einer Stunde, bis vor 5 Minuten, bis du eingeschaltet hast. Ach Gott, mir fällt nichts mehr ein. Hey, was soll das graue Fels? Ob du ein ernstzunehmender Gegner für sie bist, ist doch auch nicht gesagt. Oder glaubst du tatsächlich, du hast eine Chance? Soweit ganz gut, sehr gut. Das hört man doch gern. Nun, das wird sich schon zeigen. Keine Sorge, wir wissen schon, wie weit wir gehen können. Es ist alles nur Schau. Was? Hat mich mal jemand gefragt, ob ich das machen möchte? Was ist das für ein Spaß? Weiß ich nicht, ich lerne gerade erst kennen. Der da hat auf jeden Fall einen ganz komischen Namen, der Typ mit der Zipfelmütze. Opfer. Aber wirklich. Nee, ich versuch's. Stimmt's? Die Kinder können eine Menge lernen. Beobachtung ist schließlich der erste Schritt zum Fortschritt. Ja, bei der Szene schlafe ich gleich ein. Wow, grauer Felsen tritt gegen Aldaria Samtpfote an. Das wird vielleicht ein Massaker. Alle Mann zum Trainingsplatz. Gleich geht's rund. Er freut sich voll, dass es ein Massaker wird. Ja. Psycho. Warte mal. Der ist etwas... Psycho. Massaker ist klar. Ja, ne? Dann seht aber zu, dass es wenigstens ein bisschen lehrreich wird. Jawohl! Komische Kokoskultenheit. So. Also leicht werde ich es unserer Heldin sicher nicht machen. Wart's ab. Also lass uns das Ganze auf unserem Übungsgelände südöstlich von Geisterzoo austragen. Dort haben wir genug Platz. Was? Seit Ewigkeit mal über diesen scheiß Stern gefangen. Ach, waren wir auch mal wieder zu in der Lage? Achso, warte mal. Ja, waren wir. Ich muss einmal die Kamera hier rüberstellen. Das ist aber ein Wunder. Warum sind da so schön beschissen da? Eine sehr gut und berechtigte Frage. Wo muss ich denn raus? Da muss ich raus. Ah, ja, geil. So, verlassen wir uns. Kapuff hier.
Kabuff? Kabuff? Kabuff, Puff. Puff, Puff. Winnie, Pooh, Pooh. Oh, jetzt hast du es selber gesagt und das kannst du nicht mal mehr leugnen. Ja, mein Stufe 3 Emotes ist frei. Aha. Lenk nicht vom Thema ab. Weißt du, bin 3 Emotes ist da. Nicht ganz leer. Ah, warte doch, ich weiß, wie ich es nutzen kann. Winnie-Pupu. Wenn ich selber sage, ist das ja auch in Ordnung. Das ist... Ja. Warte mal. Ja. Einmal zum Vorführeffekt. Meine, jetzt sind alle Emotes frei. Also einfach nur zum Vorführeffekt. Der Stufe 3 Emotes. Tada! Rage Mode. Wir haben gehört, der kleine Drache da. Das hätte bei Crash Bandicoot gepasst. Ja, das ne? Ja, ne? Extrem. Und? Hammer Rage. Das 10.000 Bit Emote. Oh, Alter. Was ist jetzt da? Ein Cookie? Ja! Eine Katze, die einen Cookie frisst. Fritt. Sehr nice. Ja. Oh, das sieht echt gut aus. Geil, oder? Ja, gefallen. Es gibt dann noch ein 25.000 Bit Emote. Den muss man natürlich jetzt freischalten. Und dann noch einen letzten Stufe 1 Emote. Aber ich wollte ihn euch einfach nur zeigen. Ihr könnt ihn euch ja auch für kurze Zeit mit den Kanalpunkten holen. Aber ich dachte für ein Stufe 3 Emote möchte ich was Besonderes reinhauen. Und der Rage Emote finde ich passt eigentlich ganz gut. Stufe 3 meinst du jetzt mit, was ist das? Das teuerste Abo. Das teuerste Abo, was es gibt. Aber das kann man sich auch, wie gesagt, über die Kanalpunkte für einmal nutzen oder so. Kann man sich das dann auch holen. Ja gut, okay. Um günstig zu haben. Im Stall ist noch nicht so ganz so. Ich meine, natürlich kenne ich mich da voll aus, aber... Nein, du kannst dir ja... Warte mal, wie heißt das? Ich weiß nicht. Das müsste... Und warte ich das? Zufälliges Abo-Emote zum Beispiel. Für 3.000. Oh. Da kriegst du dann halt ein zufälliges Emote ausgewählt. Das heißt, du hast dann vielleicht Glück und hast dann vielleicht kurzzeitig das Rage-Emote oder so. Werde ich dann vielleicht auch wieder vermehrt reinsetzen. Und auch günstiger wahrscheinlich, damit ihr die nutzen könnt. Ja, hätte ich den Rage-Emote nicht gefunden, dann wäre das kein Problem. Ich würde das ja lieber alles in Stufe 1 reinpacken, aber ich habe halt eine begrenzte Emote-Plätze. Leider. Alles gut. Brauchst du dich nicht rechtfertigen? Warum? Tu ich auch gar nicht. Ich erkläre es ja nur. Trink mal was von deinem. Hab ich doch schon. Cocktail? Hab ich doch gerade. Hab ich doch gerade schon. Agi, müsstest du das immer nennen? Es gibt einmal Wassermarsch und einmal alkoholische Getränkemarsch. Stimmt, wär cool. Aber das geht halt wirklich nur, wenn ich auch wirklich Alkohol am Start habe. Die Pfeife alle. Echt mal. Ex und Hop. Komm, Ex oder Friseur. Komm, Ex oder Student. Los. Alter, weißt du, wie viel Alk da drin ist? Keine Ahnung. Ich sehe das von hier nicht. Ja, kannst du jetzt auch nicht mehr. Alter. Ich werde, ganz ehrlich, morgen werde ich auch noch eine Fahne haben. Geil. Das Geilste, die letzten zwei waren Gott sei Dank nicht so stark, aber der erste, ich habe vorhin dann erstmal zwei Gläser Wasser weggekippt. Wassermarsch. Ich war fertig vorhin. Bei Kohlschiss. Ich habe dann irgendwann nur noch Wasser getrunken. Rinnenkuppmarsch. Das war cool. Hochverehrte Aldaria Dampfo, du ruhmreiche Kriegerin aus, woher nochmal? Bezwingerin brutaler Bestien, bist du bereit, deinem Meister zu begegnen? Boah, wie viele Quests habe ich noch mit Heavensward? Ich will endlich durch sein, ich will die Scheiße weg haben. Ich will Heavensward sehen. Ich hasse die siebte Ära, ich mach die nie wieder. Was ist da jetzt eigentlich Heavensward genau? Ist das ein Ort oder? Ich weiß es nicht. Ich würde es ja gerne herausfinden. Ich weiß, dass es ein Addon ist. Das ist doch was ich über Heavensward weiß.
Ich weiß nicht, was es ist. Es will mir auch keiner sagen, weil mich keiner spoilern will. Luna könnte mehr privat sein, weil ich glaube, sie ist nicht mehr da, ne? Luna ist. Doch, Luna ist im Glück. Ich brauche so ein Zeichen wie Batman, dass ich Luna rufen kann. Puff. Heavensward ist das erste Addon. Ja, das wissen wir, aber mir, wie gesagt, ihr wollt es mir ja nicht sagen, weil wegen Spoiler und so. Aber ja, Okay, ich kann mitleben. soll ich es dir sagen? Da bist du in Midgar bei FF7. So, jetzt habe ich dich gespoilert. Tut mir leid. Okay, Time. Nein, echt? Wo soll ich das wissen? Das war einfach nur Scheiße gelabert, Mann. Sehr gut. Hätte ich auch nicht geglaubt. Weil ich Ja, das glaube. wäre auch sehr unwahrscheinlich, glaube ich. Also ich glaube, dadurch, dass es die Viera gibt, ich glaube, es gibt tatsächlich zumindest einen Ort aus FF12 in einem der Addons. Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir Könnte vorstellen. vielleicht gut sein, Da, aber dadurch, das dass weiß es ich die auch Vieras nicht. gibt und dass die Gegenden hier so nach FF12 quasi aussehen. Aber ich weiß es Ja, nicht. Ich. Oder? Lass ja. mich da überraschen. Ja. Was soll man das so spoilern, wenn man Heavensward wissen will, ist die Antwort Addon. Ja, es war halt die Frage, was es genau ist. Ob das halt ein neuer Ort ist, also eine neue Gegend. Ob es einfach nur neue Dungeons sind, ob es einfach nur eine neue Story ist, was es für eine Story ist und, ne? Ich glaube, das wolltest du damit sagen. Wissen. Rausfinden, Ja, oder? also was ist dieser Begriff? Was stellt er dar? Ja, es ist ein Addon, das ist klar, aber was bringt dieses Addon? Ist vielleicht eher so die Frage. Alle Techniken außer Teleport sind erlaubt. Wenn einer von uns am Ende ist, gibt ein Zeichen. Oberstes Gebot ist, die Zuschauer nicht zu gefährden. Bist bereit? Dann möge das Spektakel beginnen. Bin nicht bereit. Graue Felsen, bist du sicher, dass du alleine gegen sie kämpfen willst? Daria Samfurth hat schon ganz andere Gegner in den Bogen gestampft. Wenn die Frage so steht, dann ist das was anderes. Ja, stimmt. War auch blöd formuliert von mir. Mach doch mal halblang. Ich kämpfe auch nicht zum ersten Mal. Und überhaupt bin ich zum Bund der Morgenröte gekommen, weil ich so viel von ihr gehört hatte. Es ist mir eine große Ehre, dass ich mich hier mit dieser berühmten Kriegerin messen darf. Schreiben wir nicht, damit man dann spoilert. Sophie, es ist mega. Ja, das war viel besser. Ich heul gleich. Na gut, dann will ich das Vergnügen mal nicht verderben. Aber wenn der Kampf so ungleich wird, werde ich einschreiten. Verstanden? Schließlich wollen wir hier keine tragischen Unfälle erleben. Ich habe gerade gesehen, wie so ein Teil deines Herz bei der Aussage zerbrochen ist. Mit mega gut. Vor allem, warte mal. Hybrid, wie lange brauche ich noch, bis ich. Ich fühle mich, wie wenn ich mit Alexa rede. Wie lange brauche ich noch, bis ich in Heavensward ankomme? An Quest, ungefähr. Sind es immer noch 50 oder ist es schon weniger als 50? Wie viel ist es so ungefähr? Gleich siehst du, wie mein Herz in tausend Stücke zerbricht. Ich habe mich meine Lücke und springe bei Fallout 76 rein. Bleib anständig, ich sehe das. Immer doch, Daddel, immer doch. Hau rein, Daddel, viel Spaß. Aber viel Spaß im Glück. Wenn ich deine aktuelle kenne, kann ich es dir sagen. Okay, warte. Kann ich dann hier nach. Was treibt ihr denn da? Falls wir jemals so weit kommen. Aber es wird lustig. Du siehst dann wirklich, wie etwas in mir zerbricht. Und zwar ganz, ganz hart. Ja? Nichts? Was macht ihr denn hier? Ja, was machen wir denn hier? Wir haben gehört, dass es hier gleich einen spannenden Schaukampf gibt. Den wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Gleich kommt noch mehr Publikum. Wäre ja auch jammerschade, wenn das niemand zu sehen bekäme. Als sein Name fiel, waren alle gleich ganz versessen darauf mitzubekommen. Aldaria Sampho wurde die große Heldin. Da könnte man ja richtig neidisch werden. Aber Aldaria Sampho ist ja auch die Beste. Grauer Felsen hat überhaupt keine Chance, auch wenn er uns Kinder immer ganz leicht besiegt. Oh, danke, danke, danke. Alter, wie soll man dein Ego nicht so pushen? Das ist ja übel, ey. Die ganze Zeit, Alter, ich fühle mich so ein bisschen. Ey. Und das ist der Spaß geklatscht. Nee, ich kam noch nicht dazu, leider. Also, ich hatte zu dir, grauer Felsen. Zeig ihr, was du kannst.
Schön, dass du da bist. Mit einem großen Mauzer. Also dann, jetzt geht's um die Wurst. Warum nicht um den Käse? Warum nicht um den Käse? Warum immer um die Wurst? Ich liebe Wurst, aber warum nicht um den Käse? Kommt auf den Käse an. Ja, oder? Mitleid. Oder Leerdammer. Leerdammer ist auch okay. Ja, ja, geht aber besser. Raus! Fliegt die Tür! Ein schöner Brief oder ein Gorgonzola. Bah, Gorgonzola mag ich überhaupt nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht, das ist mir... Nee. Mozzarella. Mozzarella kann ich auch noch. Ich werde eben kurz vorbeischauen. Vom Schlafen. Oh, danke! Danke, danke! Lieb von dir! Und da liegt er. Ach ja, ich habe hier das hier auch noch. Hast du deinen armen Zipfel mit zum Teil kaputt gemacht? Ja, ne? Also die Antwort wegen der Quest wird dir nicht gefallen. Hau raus, Hybrid! Hau raus! Komm! Oh, bitter. Jetzt wird's bitter für dich. Ja. Gut, dass du Alkohol da hast. Philipp, vielen lieben Dank für 20 Bits. Vielen lieben Dank. 46, ja. Ich werde dich verarschen. Ach, Philipp, wenn du jetzt ins Bett gehst, dann gute Nacht. Oh. Vielen lieben Dank und dir eine wundervolle gute Nacht. Danke, dass du nochmal reingeschaut hast und mir sehen konntest, wie ich gerade ein Stück bei das Herz ist komplett zerstört. Ist. Ein Stück? Alter, das ganze Ding rungelt sich gerade zusammen. Ey, aber ein positives gibt es. Ich bin von einem 50 runter. Ich bin von einem 50 Quest runter. Es sind nur noch 46. Sehen wir es so. Wir sind bei den 40ern angekommen. Guck mal, jetzt hast du wieder die Chance, dein Herz wieder aufzubauen. Ja, ne? Ja. Wirklich nicht. Ja, ich von bin schlechten hart. Eltern. Deine Kniffe. Das muss ich neidlos anerkennen. Ja, ich weiß. Philipp, danke für nochmal 50 Bits. Und das alles vom Schlafen gehen. Du bist doch verrückt. Vielen, vielen lieben Dank. Wow, das war vielleicht ein Kampf. Sie hat gewonnen. Ich hab's doch gleich gesagt. Ein Dagensampfung ist die stärkste überhaupt. Alter, mein Ego gleich da ganz oben. Niklas, das geht gleich durch die Decke, ein frisches vorbei und düster. Die Katzen gucken nur einmal so da oben. Was macht sie da? Ja, ne? Beeindruckend, das muss man wirklich sagen. Es kommt nicht von ungefähr, dass man sie überall als Beschützerin von Eosea nennt. Ja. Was, ich stelle mir auch grad, Was? Ich stelle mir auch gerade Cleo vor, die Katzen gucken und Cleo fällt das halbe Schwein auch so auf offenem Mund raus, wenn er da so abgeht. Ja. Tja, wer eine echte Primae bezwingen kann, der wird von einem Paladin aus Geisterzonen Steinboxhorn jagen, das um Gottes Willen. Ja, yippie-yay, juhu, ja, wir freuen uns alle. Hype. Da hast du den zur Sieg. Ja, ne? Geil, oder? Oder um es wie bei Deadman in Wonderland auszudrücken, krass zerlegt. Musst du immer noch gucken, hat nur ein paar Folgen. Echt? Echt? Oh, dann echt, ey, sag mal. Das ist mein Markenzeichen, ich kann da nichts dafür. Das habe ich mir angewöhnt. Hast du es gepachtet? Ja, habe ich. Problem damit. Nein, weitermachen, Sir. Gut. Ma'am. Miss Ma'am. Sir Ma'am. So. Sir Ma'am. Hallo. Sir Ma'am. Also. Eine beeindruckende Demonstration. Du hast nichts von deiner Kraft und Wendigkeit verloren. Natürlich nicht. Ich ziehe das hier in eins durch gerade. Diese Fähigkeiten haben schon die größten Gefahren abgewendet. Dein Publikum wird mit ruhigem Herzen nach Hause gehen.
da sie dich in ihrer Nähe wissen. Die Megaserie, eine meiner Horror-Faves mit Miraliki. Gott, ich habe beides nicht gesehen. Die Beschützerin von Eosea, in der Tat, ein angemessener Titel. Weißt du noch, wo wir uns zum ersten Mal begegneten? Auf der Gedenkfelder für die Opfer von Cartano? Damals wollte ich unbedingt wissen, wofür mein Großvater sein Leben gegeben hat. Was Eosea denn so besonders machte. Ehrlich gesagt, ich bezweifle, dass dieses Land ein solches Opfer verdiente. Selbst wenn Eosea dieses eine Mal gerettet werden konnte. So blieben dennoch vielfache, unentwirrbar verflochtene Probleme bestehen, für die nicht einmal theoretisch eine Lösung existierte. Die zivilisierte Welt schien mir so oder so dem Untergang geweiht. Verwunderlich aber war es nicht, dass wir angesichts der erbärmlichen Zustands der Welt, was den hochtrabenden Versprechungen von Gaius Glauben schenkten, ein für alle Mal die Welt befrieden, die mit Waffengewalt von den Primae befreien. Wohin das führen würde, war damals ja nicht beabzusehen. Doch. Mein Großvater wollte Eosea bewahren. Dies ist sein Vermächtnis. Ja. Hättest du mich nicht daran erinnert, hätte ich den Glauben daran sicher verloren. Es ging ihm nicht um das Land selbst und seine Geschichte oder die Erhaltung seiner politischen Ordnung. Nein, du und unsere engsten Freunde, ihr habt mit eurem selbstlosen Einsatz die Antwort gegeben. Der Zusammenhalt unter den Eoseern ist es und ihr unverbrüchliche Hoffnung auf einen friedvollen Morgen im Einklang miteinander. Das mag wohl selbstredend erscheinen, doch nichts besitzt Wert, solange ihm kein Wert zugemessen wird. Von uns. Ist das nur die Solidarität der endlichen Wesen gegenüber dem Tod? Woher dieses Gefühl auch kommt, Eoseas Zukunft liegt uns wie nichts anderes am Herzen. Nicht nur für uns selbst, sondern auch um deren Willen, denen diese Welt erhalten bleiben soll. Probleme beim Lesen? Das ist schlecht. Die Lösung? Mehr Wein. In diesem Fall mehr Cocktail! Ich glaube, das macht es aber nicht besser. Cocktails für alle! Stimmt, kommt alle zu mir! Cocktails für alle! Ach scheiße, der Cocktail ist leer. Okay, nicht Cocktails für alle! Voll. Ich wollte mich gerade auf den Weg machen. Super. Tada! Sag mal, hast du an diesem Rand diesen Oldschool 80er Zuckerrand? Ja, voll geil, oder? Das sind frisch gemacht, doch? Voll geil. Nein. Doch. Das sieht voll geil aus. Das hast du frisches vorhin gemacht. Da hing dann vorhin auch noch so eine Erdbeere dran, die habe ich aber aufgefuttert. Und am Strohhalm waren dann aufgespießt so kleine Fruchtstücke. Das ist so oldschool. Ja, voll geil. Das ist so, als wenn man einen Teller anrichtet und Petersilie drüber streuselt. Das ist so. Das macht Frisches auch. Retro ist geil. Doch. Das macht Frisches bei fast jedem Essen von mir. Schön mit der Petersilie drüber. Doch, das ist voll geil. Ja, fehlt nur noch eine Tomatenrose und ich bin raus. Oh, das kann er leider nicht. Oder... Ganz einfach eine Tomate einfach schälen und zusammenkringeln bis zu einer Rose draufsetzen. Oh je, Gott. Ist Stolpern, vielen lieben Dank für dein Raid. Vielen, vielen lieben Dank. Moin. Und herzlich willkommen an alle. Was gab's bei euch? Wie geht's euch? Was habt ihr gezockt? Herzlich willkommen an alle, die hier reinschalten. Nicht so viele Fragen auf einmal. Ja, ne? Aber das... Die haben noch nicht so viel Cocktail-Intos wie du. Nein, das mache ich immer so. Ich bin immer so aufgeregt. Ich weiß. Das war ein Scherz. Jedes Mal, wenn Raid reinkommt, so... Scheiße. Was sag ich? Kann mich nicht vorbereiten. Final Fantasy 15. Sehr cool. Ist zwar nicht ganz so mein Final Fantasy-Teil, aber Final Fantasy ist geil. Ist wie ein Despo. Ja, oh, Despo wäre geil. Despo wäre mega. Was ist ein Despo? Desperados. Ach, Desperados. Achso, okay. Also ich nenne es eigentlich Despi, aber Despo. Weißt du, wie ich es nenne? Nein. Desperados. Achso. Nee, ja. aber wer Final Fantasy mag, der ist hier auf jeden Fall gut, richtig. Wir spielen sehr, sehr viel Final Fantasy.
zurzeit zwar nicht so, weil ich keinen Bock auf Leveln habe in FF3, aber ich bleib da bei. Ne, so nebenbei. So. und dafür kämpfe ich nun. Wir sind ja nämlich noch mitten in der 7. Ära bei FF14. Wir stecken hier fest und kommen hier nie wieder raus. Auch ich will ein Beschützer Eoseas werden. Ein Streiter für die Welt und ihre Bewohner. Nimm auch eins. Ich auch. Dabei sehe ich natürlich all die Hindernisse, die wir noch zu überwinden haben. Der Bund der Morgenröte ist ein erster Schritt, doch seine Reichweite ist zu beschränkt. Es ist per Lustpost unterwegs. Zu mir hoffentlich auch, ja? Allein für nächste Woche für den 24H-Stream. Da bitte alle Desperados zu mir. Ich nehme einen Cocktail mit Zuckerrand. ja, tatsächlich heute habe ich, also sonntags ist tatsächlich meistens so der Tag, wo ich entweder einen Wein oder wie heute mein Cocktail trinke. Also keine Angst, ich bin nicht betrunken oder so, aber es ist mal wieder lustig mit euch allen. Das macht heute schon wieder richtig viel Spaß. Und wenn mein Mod im Voice ist sowieso, dann kann ich immer so schön mobben. Den Salzrand feiere ich. Zuckerrand. Ja, das haben wir gerade auch schon gesagt. Das ist voll oldschool. Aber das ist voll geil, oder? Der Zuckerrand? Aber das ist voll. Alter, wie geil! Hätte eigentlich keiner mehr das. Ja, frisches jetzt, ja. Doch. Nein, es gibt natürlich noch so den gewissen, ich finde den optischen Effekt, das ist richtig, aber es ist wirklich oldschool. ich meine das nicht abwertend oder negativ, aber es ist wirklich oldschool. Old but gold. Ja, gold. Wie gesagt, ich meine das nicht negativ, um Gottes Willen. Nee, auch Retro ist cool. Ja. Retro ist ja cool. Sonst würde ich willkommen auch Retro-Sachen spielen. Hallo, ich ja auch, also bitte. Du sehe auch meine ganzen Retro-Konsolen nicht, sonst will ich sie wegschmeißen. Super, ich schalte das jetzt einfach hier mal kurz. Oh, ich hab nämlich schon wieder Schluck auf. Gott sei Dank kommt das diesmal nicht laut raus. Damit wir dieses ekelhafte Szenen endlich... Bitte sag mir nicht, dass das da hinten ein Kristallturm war. Vor allem... Das sah aus wie ein Kristall, sah aus wie ein Turm. Ja, weil in... Oh Gott, FF3? Was, FF3? Gab's auch sowas wie ein Kristallturm. Du meinst es aber... Ach nee, das war was anderes. Mhm. Nee, ich wollte sagen, du meinst aber nicht den Elfenbeinturm, aber das war die unendliche Geschichte. Hat ja nicht viel mit Final Fantasy zu tun. Krasser Bogen. Ja, oder? Den kann man sich ja auf jeden Fall holen für einige Steinchen, glaube ich. Ja, Spoilbansi ist krass. Sie braucht alles und will alles. Ja. Wenn sie irgendwas sieht, dann... Oh nein, ich muss das haben. Also ich weiß nicht, ich hatte mir das hier gekauft. Ich weiß gar nicht, für welche Steine man das... Muss ich ja gerade selber mal nachgucken. Jetzt lädt das ja schon wieder. Aber ja, ich möchte tatsächlich alles haben. Stimmt, für diese komischen... algäischen Steine oder wie die heißen. Nanaki, das muss ein sehr weiser Mann gewesen sein. Alter, man sagt mir, wenn du Schluck aufhast, dann die Luft ein bisschen blau anläufst. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich habe auch mal eine alte chinesische Weisheit gehört. Allergischer Stein, so. Stein der Poesie. Damit kann man sich die Dinger holen. Willst du mal hören? Was? Die chinesische Weisheit, die ich mal gehört habe? Oh Gott, will ich das? Ja, hau raus. Nein, wirklich, die hilft dir in jeder Lebenslage. Also, ich versuche es sinngemäß wiederzugeben. Drück dich del Schuh, so ist El zu klein. Ha? Ja. Alte chinesische Weisheit. Ja, das, ja. Das war ich mir bewusst, ja, doch. Ja. Nanaki, ey. Bädel, nimm was mit für den Weg. Aber, soll ich dir was Geiles an dem Bogen zeigen? Das war gratis.